So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Fall of the Republic. Ich entschuldige mich mal, falls das Sprechen heute ein bisschen unterlich wird. Ich habe mir ganz fies auf die Zunge gebissen vorhin. Das war irgendwie echt uncool und echt unpraktisch. Ist aber passiert, können wir jetzt nicht ändern. Was wir aber ändern können, ist die Vorherrschaft in der Galaxis. Wir sind mit diversen Schiffen schon mal ein bisschen vorgeprescht, ne? Haben auch so die ein oder andere Flotte schon ganz gut aufgestellt. Und ich denke, was uns jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist der Sieg. Hier wollten wir angreifen. Heute Bodenschlacht. Und hier oben. Und damit wollten wir uns so den allmählichen Sieg holen. Ich packe gleich mal den Energy Drink aus. Es ist nämlich schon wieder echt früh am Morgen und ich bin hundemüde. Ich konnte nicht mehr weiter schlafen. Dachte mir, komm, jetzt nimmst du auf. Jetzt hast du Bock. Weißt du, Sonntag früh. Da kannst du mal ein Ründchen zocken. Genau, bevor es aber noch unangenehmer wird, würde ich sagen, warten wir hier ins Gefecht mit einer Einheit Klontrooper. Auf und davon, würde ich sagen. Aber natürlich ganz professionell, ne? Wir haben Schiffe im Orbit, das heißt, wir haben Luftunterstützung. Beginnen. Zack. Hier eine kleine Basis gebaut. Wir holen uns zwei AT-ATs. ATTs. Entschuldigung, falsches Spiel. Da war ich ein bisschen auf dem Holzweg. So, noch ein paar Trooper dazu. Und dann läuft das hier. Ich würde mal die drei mal voll frech nach hier hinten schicken. Dich und dich. Nach hier hinten zur Fabrik. Die müsste hier hinten irgendwo sein. Die restlichen lassen wir hier aufstellen. Genau, die müssen nach da. Da würde ich echt gerne noch was rauskriegen. Okay, hier werden wir angegriffen. Das ist echt uncool. Und ich habe nicht genug Truppen, um das irgendwie aufzuhalten. Dann marschieren unsere Truppen mal nach hier vorne vor. Hier so in die Enge. Und dann können wir hier vorne nämlich gleich noch Unterstützung holen. Verstützung wollte ich gerade sagen. Aber Verstützung ist auch gut. Oh ja, der ist auch nice. Die machen wir platt. Du marschierst mal bitte mit nach hier hinten. Hier holen wir uns nämlich gleich die nächste Fabrik. Während sich unsere Truppen hier sanft auf den Krieg vorbereiten. So, die rücken auch mal bitte vor. Und die bitte auch. Mehr Truppen sind immer wünschenswert. Können wir bitte nach hier vorrücken. Holen wir uns gleich den zweiten Stützpunkt. Die beziehen hier Position. Die kommen auch mit nach vorne. Und dann Zangenangriff. Mit 5 ATTEs, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Jawoll. Das hier fällt uns. Die rücken hier bitte auch noch ein Stück vor. Die da noch ein bisschen näher ran. Und die dürften wir eigentlich auch bald erledigt haben. Zack. Wir holen uns mal noch einen LAAT. Der kann hier hinten noch unterstützen. Warum ich sie da nicht hingeholt habe, weiß ich auch noch nicht so richtig.
Das muss man nicht verstehen. Wirklich, beim besten Willen. So, Steuerung 1, der kann mal mit nach hier hinten kommen. So, die lenken das Ganze einmal ab. Währenddessen können meine Truppen hier ordentlich vorrücken. Die hier können da unterstützen. Nee, die würde ich mal nach hier beordern. Genauso wie die Truppen. Die können auch mit nach hier. Ah, Kommandodruiden. Die sind fies. Weil die tatsächlich auch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Die haben echt viele Kommandodruiden. Verzeihung. So. Machen wir die immer platt. Rücken dann nach hier drüben vor. Am besten auf den Hügel. Und meine Truppen können hier mal bitte reinmarschieren. So. Geschwader ist im Anflug. So, wenn wir die haben, dann haben wir schon mal die halbe Miete. So, der LAAT, der kann hier mal ein bisschen beiseite. Wir rücken nach hier vor. Zack, Orbitalbombardement. Die kümmern sich darum. Jawohl, gezielter Schuss aus der Luft. So muss das und damit haben wir auch schon gewonnen. Zack, boom, erste Schlacht erledigt. Pause. Gucken uns hier die nächsten an. Und zwar waren wir ja irgendwo hier noch am struggeln, ne? Hier so, in der Ecke. Und da würde ich, glaube ich, die Flotte einmal dahin beordern, damit wir auch noch einen Orbitalschlag übrig haben. So, und Angriff. Beginnen wir. Wir holen uns jetzt Stück für Stück die kleinen Planeten wieder. Wie gesagt, ich sag's immer sehr oft und sehr häufig und auch mit sehr viel Nachdruck. Wir machen damit gut Geld. Und Geld ist das, was einen Krieg finanziert. So böse es klingt, aber so ist es nun mal. So, zack. Der kommt rein, der kommt rein, der kommt rein. Mit drei ATTEs kommen wir, glaube ich, relativ weit. Der kann sich mal hier hinten umschauen. Der dürfte sich noch den einen oder anderen Druiden geben. Jawoll. Und damit werden wir die Schlacht gewinnen. Die werden uns von großem Nutzen sein. Da kommt... mit nach hier. Schon mal ein bisschen ihre Anzahl dezimieren. Hm, gefällt uns. Ah, jetzt kommen die großen Dudes. Und wir marschieren hier lang. Wir werden uns von hinten annähern und sie platt machen. Wichtig ist, dass wir die zweite Station kriegen. Sie den zweiten Landeposten. Ah, da greifen sie uns auch schon von vorne an. Wie hinterlistig und gemein. Oh Gott. Das ist großer Kaputtmacher. Und weiter vorrücken. Oh Gott, das ist der nächste. Warum haben die so viele davon? Die
Hier vorne ist auch totale Übermacht, ne? Da brauche ich definitiv Luftunterstützung. Auf lange Sicht ist das hier nicht auszuhalten. Jetzt kommen die auch noch von hinten. Lasst uns die mal bitte wegbomben und wir rücken einfach weiter schnurstracks auf den Stützpunkt zu. Hm. Defensivwaffen haben die auch noch übrig. Aber wir haben die ein bisschen platt machen können. Das ist schon mal was Feines. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie sehr krampfhaft versuchen, hier die Position zu halten. Gott. Ah. Warum machen sie denn das? Ah, schnell. Das ist aber groß rausgezoomt, ne? So, weitere Panzer landen und Bodentruppen. Ganz wichtig. Je mehr Panzer wir haben, desto besser. Und vor allem die Raketenwerfer sind ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Und dann würde ich einfach sagen, vorpreschen und gucken, dass wir irgendwie alle irgendwie kriegen. Tja, dann machst du nix. Wie gesagt, da kannst du nur noch hoffen. Unsere Schlagfertigkeit ist stark eingeschränkt. Das ist nicht gut, aber ändern können wir es halt nicht, ne? Wir können nur ihre Nachschublinien ein bisschen dezimieren und hoffen, dass unsere Truppen einfach stärker sind als ihre. Genau, zuerst den Kollegen hier. Hm. Wir werden aber immer noch verfolgt, das heißt, der dreht mal um. Der bitte auch. Jawohl. Und die versuchen uns hier ein bisschen den Ärger vom Hals zu halten. Während sich der Rest darauf konzentriert, hier die Station niederzumetzeln. So, die können dann mal mit nach hier. Wir beschleunigen das Ganze nochmal kurz. Zack. Und nach hier vorrücken. Da ist die gefährliche Ionenkanone. Das ist ja das, was unseren Schiffen am meisten Probleme bereitet. So, die Anti-Infanterie-Kanone kann auch noch weg. Das ist alles nicht so einfach hier. Boom. Die rücken bitte hier vor. Die auch. Ich hoffe, dass wenn die weg ist, dass wir da, dass die sich zurückziehen. Das ist ein inständiges Hoffen, was ich da habe. Ach so, jetzt haben wir ein Bombardement. Ach so, wegen der Ionenkanone. Ja klar, das macht natürlich Sinn. So, dann gucken wir mal hier noch ein bisschen durch. Dass wir ihre Truppen einfach weit genug dezimieren, dass sie sich freiwillig irgendwie zurückziehen. Aber ich glaube, das ist mehr Wunschdenken bei mir gerade. Nein, war es nicht. Gefährlich ist der Blick in die Zukunft. Ja, wie schon Meister Yoda sagte, Vorsicht walten lassen du musst. Wenn in die Zukunft du blickst. Und genau so ist es. Ich hab's immer gesagt. Ganz gefährlich ist die Zukunft. So, und damit haben wir jetzt tatsächlich schon eine größere Passage.
um die Ecke hier hinten abzuschneiden. Wir sind ganz gut dabei, habe ich so, stelle ich gerade so fest. Und das Beste ist, wir bauen gerade noch an einem... Ach, wie hießen die? Rätor. Rätor. Rätor Mark 1 Class Battlecruiser. Wir haben noch so viele Möglichkeiten. Oh Gott. Was? Okay. Das ist fies. Ich habe hier ehrlich gesagt nicht mit einem Angriff gehen. Und auch noch ein Enemy Fleet is about to invade Waterwee. Die sind arschig. Die sind ganz hinterlistig. Würde ich sagen, die Verteidigung und Gegenoffensive schauen wir uns in der nächsten Folge an. In diesem Sinne, haut rein, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und möge die Macht mit euch sein. Tschüss.